Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Ein aktuelles Thema. Wir alle leben in der Zeit der Corona-Pandemie und werden geimpft. Und was haben Allergiker zu befürchten? Hat diese Impfung irgendetwas zu tun? Interagiert das mit Allergien? Als Spezialisten ist es uns gelungen, Herrn Dr. Meyer-Rogge, Hautarzt aus Karlsruhe, zu gewinnen. Und Herr Dr. Meyer-Rogge, herzlich willkommen. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Herr Dr. Meyer-Rogge, haben Allergiker ein erhöhtes Risiko bei einer Covid-19-Impfung? Wir haben in Deutschland ca. 20 Millionen Allergiker. Also jeder dritte bis vierte Einwohner ist davon betroffen. Und nur bei ganz, ganz wenigen Allergikern besteht ein erhöhtes Risiko auf eine Allergie auf Covid-Impfstoff. Bei welchen Allergien gibt es keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko? Bei unserer Bevölkerung haben die meisten Allergiker Allergien auf Lebensmittel oder auch auf Pollen. Alles kennt man als Heuschnupfen. Das sind die üblichen Allergien. Und diese Patienten haben kein erhöhtes Risiko auf eine Reaktion. Jedoch, wenn man, was aber wirklich selten ist, zum Beispiel auf Konservierungsstoffe reagiert, Konservierungsstoffe, die in Cremes und sowas enthalten ist, dann könnte eine Reaktion entstehen. Denn die Impfstoffe selber sind auch alle, müssen sie, mit Konservierungsstoffen versetzt. Ist es sinnvoll, vor einer Impfung einen Haut- oder Bluttest zu machen? Ein Bluttest kann man nicht machen, denn im Bluttest lassen sich lediglich Antikörper nachweisen. Und Antikörper spielen keine Rolle bei der Reaktion auf Covid-Impfstoffe. Allerdings, es besteht die Möglichkeit, einen Hauttest zu machen. Und damit kann man sehr wohl nachweisen, ob man eine erhöhte Reaktionsbereitschaft hat. Und das Schöne ist, so ein Hauttest, wir nennen den auch Prick-Test, dauert also lediglich 20 Minuten, bis man das Ergebnis hat. Wenn man schon mal eine allergische Reaktion nach einer Impfung gehabt hat oder gezeigt hat, was soll man tun? Darf ich mich impfen lassen? Muss ich mich anders vorbereiten? Na gut, man kann es nicht verallgemeinern. Also jede Impfung ist anders. Die meisten Impfstoffe haben ganz andere Konservierungsstoffe. Also insofern ist die Covid-Impfung ziemlich unabhängig von allen anderen Impfungen. Also auch wenn man auf eine andere Impfung reagiert hat, gehe ich nicht von einem erhöhten Risiko aus. Aber wenn man verunsichert ist, was spricht gegen einen Allergietest? Ja, vielen Dank, Herr Dr. Meyer-Rogge. Gibt es Patienten, die aufgrund einer Allergie nicht geimpft werden dürfen? Leider muss man dieses bejahen. Es gibt Patienten, die nicht geimpft werden dürfen, aber das sind ganz, ganz wenige. Glücklicherweise sind wir in der Situation, dass die verschiedenen Impfstoffe, die wir haben, auf verschiedenen Mechanismen beruhen und daher auch nach verschiedenen Produktlinien hergestellt werden. Also die Chance oder die Gefahr, dass ein Patient auf mehrere Produkte allergisch reagiert, ist sehr gering. Aber klar, diesen Fall kann es geben. Und so ein Patient darf in dem Fall halt dann leider nicht mehr geimpft werden. Herr Dr. Meyer-Rogge, nun gibt es ja Immuntherapien auch aus anderen Gründen. Und es gibt Hyposensibilisierungen bei Allergien, also im weitesten Sinne auch Immuntherapien. Wie muss ich mich dabei verhalten oder wie muss ich die einplanen, wenn ich eine Covid-19-Impfung vorhabe? Es gibt verschiedene Arten von Immuntherapien. Die Immuntherapien, die also wirklich die Immunabwehr des Körpers unterdrücken, diese Immuntherapien müssen nicht abgebrochen werden, sondern die müssen einfach nur pausieren. Also in unserem Fall, wo wir Psoriatika oder Rheumapatienten haben, beenden die einfach 2 Wochen vor ihrem Impftermin ihre Immuntherapie. Dann lassen sich 2 Wochen später wieder also impfen. Und 2 Wochen nach der Impfung können sie wieder mit der Immuntherapie beginnen. Je nachdem, was man jetzt für einen Impfstoff hat, zum Beispiel AstraZeneca, wo man längere Pausen dazwischen hat, kann in der Zwischenzeit die Immuntherapie wieder fortgesetzt werden. Wenn man es aber relativ dicht aufeinander macht, zum Beispiel bei BioNTech, kann man halt die Immuntherapie in der Zeit einfach pausieren.
Vielen Dank, Herr Dr. Meyer-Rogge, für Ihre exzellenten Ausführungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und verpassen Sie damit nicht unsere wichtigen Beiträge. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Ade.